Heute in den Gerstner News viele spannende Events und das erste Schulhalbjahr ist auch schon wieder vorbei. Mehr dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen zu den Gerstner News. Heute mit Xiao und Bastian. Heute sind wir in der Bibliothek, der Bücherei des Jubinats, und das war in den letzten Tagen bei uns los. Die Klasse 10c stattete dem Landtag in NRW einen Besuch ab. Nach einem ausgiebigen Frühstück führten sie eine nachgestellte Sitzung im Plenarsaal mit der Klasse einer anderen Schule durch. Hierbei hatten die Schülerinnen und Schüler selbst die Chance, am Rednerpult ihre eigens vorbereiteten Reden vorzustellen. Anschließend bekamen sie eine Führung durch den Landtag. Zum Schluss durften sie Stefan Haupt, ein Politiker der FDP, ausgiebig mit Fragen löchern. Nach zweistündiger Freizeit in der Altstadt traten sie wieder den Heimweg an. Vergangenes Wochenende traf sich das Musical-Team des nächsten Gerstner Rock-Musicals Die Ewigkeit ist nicht genug zum Probe-Workshop an der Gerstner. Hierbei wurden in zwei Tagen alle 19 Szenen des Musicals intensiv vorbereitet und geprobt. Während die Bühne in der Aula für detaillierte Schauspielproben genutzt wurde, bereiteten die Tänzerinnen und Tänzer in den Nebenräumen die Choreografien zu den actiongeladenen Rocksongs vor. Gleichzeitig wurde im Gerstner Tonstudio mit den Bandmusikern weiter an der CD-Produktion gearbeitet. Die über 70 Schülerinnen und Schüler waren nach den zwei arbeitsreichen Tagen zwar sichtlich erschöpft, aber natürlich wuchs auch die Vorfreude auf eine großartige Musical-Produktion im kommenden Mai. Zwei Veranstaltungen sind bereits ausverkauft, für die übrigen gibt es noch einige Resttickets. Karten für die Aufführungen vom 14. bis 17. Mai gibt es in den Gocher Buchhandlungen, der Gerstner Verwaltung und online unter www.gerstner.de/musicals zum Preis von 12 bzw. 7 Euro. In den vergangenen Wochen fuhren die 10. Klassen für jeweils 3 Tage auf religiöse Orientierungsfahrt nach Mariafehn im Münsterland. Dort wurden viele spannende Spiele gespielt, neue Freundschaften geknüpft, die Klassengemeinschaften wurden gestärkt und noch vieles mehr. Außerdem haben sich die Schüler mit der Frage nach dem Sinn ihres Lebens oder auch mit ihrer eigenen Person auseinandergesetzt. Dabei haben sie ganz neue Seiten von sich entdeckt. So gab es am Ende ein durchweg positives Feedback zu dieser besonderen Fahrt, wenn ja natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kam. Heute ist bereits das erste Schulhalbjahr zu Ende gegangen und es gab Zeugnisse. Dazu wurde in den letzten 3 Tagen viele 100 Zeugnisse gedruckt und unterschrieben. Wenn es vermutlich auch an der einen oder anderen Stelle Überraschungen gegeben hat, so waren doch die meisten Noten zum Glück ziemlich vorhersehbar und der Großteil der Gerstner dürfte durchaus zufrieden mit den bescheinigten Leistungen sein. Am Montag geht es leider mit dem nächsten Halbjahr schon weiter, aber die Karnevalsferien sind ja zum Glück nicht mehr weit. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns gerne ein Like und abonniert den Kanal. Euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!